Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Auf Unterwegs. Heute mal ein ganz anderes Video, zumindest die Themen, darüber habe ich noch nie gesprochen. Ja, auch die interessieren mich und eigentlich wollte ich damals vor einiger Zeit auch darüber mit YouTube starten. Ich möchte heute mit euch das Thema Krisenvorsorge einmal auseinandernehmen, dann Thema Fluchtrucksack, welche Arten von Fluchtrucksäcken gibt es, dann würde ich gerne einmal über die aktuelle Krise sprechen, nur kurz da reingehen in dieses Thema und vor allem, was besonders ist, was lehrt uns diese aktuelle Krise. Und vor allem ganz wichtig, ich habe noch einen kleinen Bonus für euch am Ende des Videos. Und zwar würde ich gerne euch ein paar Tipps geben aus anderen Ländern, denn derjenige, der mich erkennt, weiß, dass ich ja doppelt oder zweisprachig aufgewachsen bin und somit eine Sprache beherrsche, die sehr groß verbreitet ist auch auf der Welt, und auch dort schaue ich mir die YouTube-Videos an und dort werden auch Tipps und Tricks ausgetauscht, die hier auf dem deutschen YouTube nicht besprochen werden, aber die klingen super logisch und ich dachte mir, ich nehme die mal mit und würde gerne die einmal ansprechen. Also, falls es für dich jetzt interessant geworden ist, mach dir mal einen Tee fertig und genieße das Video. Es gibt drei verschiedene Arten. Auf den deutschen YouTube-Kanälen findet man immer nur einen und denselben Fluchtrucksack. Deswegen dachte ich mir, ich erwähne euch auch mal die zwei anderen Arten, die es gibt. Also, die eine der Arten heißt Inchback, ist für eine lange Zeit zum Überleben ausgelegter Ausrüstungsrucksack. Das heißt, wenn ich mit diesem Rucksack in der Flucht bin, bedeutet, dass ich eine lange Zeit weg bin von zu Hause. Kann auch zum Beispiel passieren wie in der Türkei, in einem Ort, wo der Erdbeben letztes Jahr war, wo die Häuser vernichtet wurden. Die Menschen kommen einfach nicht in ihre Wohnung zurück, weil die Wohnung oder das Haus existiert nicht mehr. Die nächste Gruppe der Fluchtrucksäcke oder die nächste Art der Fluchtrucksäcke nennt sich GHB, Get Home Bag. Das könnte zum Beispiel ein kleiner Rucksack sein. Und zwar ist es dafür ausgelegt, dass du von dem Ort, wo du gerade dich befindest, eventuell nach Hause oder woanders schaffst. Wir nehmen ein Beispiel, du bist gerade auf Arbeit, ein Erdbeben bricht aus oder die Stromversorgung hat versagt, ein Blackout, und du musst zum Beispiel nach Hause zu deiner Familie. Und dieser Rucksack ist dann so gepackt, dass er dich von der Stelle, wo du gerade dich befindest, nach Hause mit begleiten kann. Es könnte auch ein Slingbag sein, den man einfach dann über die Schulter trägt. Aber auch, wie ich gerne trage, eine Gürteltasche, die etwas größer ist, über die Brust oder genauso auf der Schulter, hinten am Rücken. Und hier befinden sich wirklich Gegenstände, die ich nicht nur im Alltag brauche, sondern die mir auch in verschiedensten Notsituationen von A nach B über die Runden bringt. Ja, es könnte ein kleiner Erste-Hilfe-Set sein, der wirklich nur auf was Kleines ausgelegt ist, auf kleinere Verletzungen. Oder auch zum Beispiel ein Messer. Das heißt, hier kann alles rein, was du so im Alltag gebrauchen könntest. Doch wir sprechen heute tatsächlich über einen 72-Stunden-Notfall-Rucksack. Das ist der Rucksack, der eigentlich nur gepackt wird für 72 Stunden. Das bedeutet, eine Notfallsituation bricht aus. Erdbeben, Überschwemmung, kriegerische Auseinandersetzung. Du packst einfach nur den Rucksack und fliehst. Fließt dahin, wo du dich sicher fühlst. Darüber würde ich gerne heute mit euch sprechen. Tatsächlich wird oft ein militärisch angelehnter Rucksack immer empfohlen. Der ist nicht nur taktisch, es können auch viele verschiedene natürliche Farben beinhalten, aber auch für Molle-System. Man könnte ein Patch draufkleben. Die sind super stabil, haben meistens aber nicht so eine tolle Trageriemensystem. Man darf nicht vergessen, dass der Rucksack meistens nur bis zu 10 Kilogramm gepackt ist. Man muss eine große Strecke damit auch schaffen können. Zum Beispiel, jetzt in Berlin bricht ein Erdbeben aus oder Bürgerkrieg und ich muss von hier fliehen. Das heißt, ich müsste zum Beispiel irgendwo in tiefsten Brandenburg am besten in ein Dorf zu meinen Schwiegereltern. Dann muss der Rucksack auf jeden Fall das Gewicht haben, dass ich auch diese 80 Kilometer auch überwinden kann. Ja, klar, tatsächlich wird es auch ein oder zwei, vielleicht wird es auch drei Tage dauern. Und der darf mir auf jeden Fall nicht
so doll reinschnüren oder so schwer sein, dass ich dadurch halt benachteiligt werde beim Laufen oder eventuell mir auch irgendeine Zerrung oder irgendwas anderes hole. Auf russisch-ukrainischen YouTube-Kanälen, dort wird tatsächlich immer empfohlen, eher lieber statt den taktischen Rucksack, eher lieber auf den zivilen Rucksack umzusteigen. Hier wichtig natürlich, Trageriemen muss auf jeden Fall fest sein, am besten eine gute Platte hinten, damit der Rücken auch schön durchgelüftet ist und schöne Schultergurte. Jetzt nicht wie der Rucksack, ich meine es nur. Und zwar ist dieser Rucksack dafür ausgelegt, wenn du von A nach B zum Beispiel in der Flucht gerade befindest. Und wir nehmen einfach mal an, du hast einen taktisch angelegten Rucksack und du wirst auf jeden Fall dementsprechend schneller gesehen, weil man mehr auf diese Leute achtet. Manche denken, ah, er könnte ein Soldat sein, könnte aber auch ein Polizist sein oder eventuell gehört er einfach zu dem Stadtsicherung und könnte uns helfen. Aber wissen wir auf jeden Fall, dass derjenige, der so einen Rucksack bei hat, A, gut vorbereitet ist, es könnten Medikamente sein, es könnten Trinken sein, Essen. Und wenn eine andere Person in der Not ist und eins der Sachen oder auch alle diese Sachen braucht, wird er eher diesen Menschen ausrauben, als einen, der mit einem zivilen Rucksack unterwegs ist. Ich würde gerne dazu einmal mein Handy nehmen, einfach nur aus dem Grund, weil ich alle Gruppen, die ich sozusagen als wichtig empfinde, habe ich notiert. Und zu jeder Gruppe habe ich auch ein bisschen was dazu geschrieben. Damit ich mich nicht wiederhole, aber auch nicht alles vergesse, würde ich einfach mein Handy ab und zu mal reingucken. Zuallererst solltest du wissen, dass es kein richtig, aber auch kein falsch gibt. Wie man den Rucksack packt, aber auch was da reingehört. Wichtig ist nur, dass alles, was dabei ist, du auch alles beherrschst. Wenn du ein Erste-Hilfe-Set einpackst, solltest du wissen, wie man zum Beispiel einen Druckverband macht. Wenn du ein Feuerzeug oder einen Feuerstahl einpackst, solltest du wissen, wie man damit Feuer macht. Und so weiter und so fort. Ein gut durchdachter Notfallrucksack sollte auf jeden Fall alle Bedürfnisse eines Menschen abdecken. Dazu zählt zum Beispiel Nahrung, Wasser, Schutz, aber auch Hygiene und Kommunikation. Mal Wasser. Wir wissen, Wasser benötigen wir mindestens 3 Liter am Tag. Und da wir für 72 Stunden packen, sollten wir ja dann 9 Liter Wasser mitnehmen. Aber wir hatten vorhin das Thema, den Rucksack sollten wir nicht zu doll bepacken, weil wir müssen von A nach B eventuell lange Strecken laufen. Da sollten wir nicht zu voll den Rucksack machen. Bevorzugt wird auf jeden Fall ein Wasserfilter oder Wasserfiltertabletten, die sozusagen das verunreinigte Wasser einmal von den Bakterien befreien. Dann Thema Nahrung. Von Nahrung könnte zum Beispiel Trockenfrüchte sein, Nüsse können es sein, aber auch solche Foodpacks wie zum Beispiel von Tactical, die sind nicht nur lange haltbar, sondern auch bieten dir viele Kalorien, das heißt viel Energie für den Tag, aber auch kompakt und super leicht. Schutz und Kleidung ist super wichtig. Meistens ist es nicht im Rucksack, sondern am Körper. Das heißt eine ordentliche Hose, auf jeden Fall eine ordentliche Stiefel, die mindestens den Fußgelenk abdecken und festhalten, weil nichts ist schlimmer als bei einer Flucht. Man rennt die Treppen runter, knickt um und dann weiter als Haustür nicht geschafft zu haben. Was auch super wichtig ist, ist sowas wie wetterangepasste Kleidung, zum Beispiel regenfest, Wind- und Kältefest oder Schutz. Diese Sachen muss man je nach Wetter sozusagen anpassen. Also im Sommer würde ich eine warme Jacke rausholen, eine Winterjacke, und im Winter würde ich eine Winterjacke reinlegen. Im Herbst würde ich eine Regenjacke reinlegen und so weiter und so fort. Erste-Hilfe-Ausrüstung, das würde auch vollkommen reichen, wenn ihr entweder ordentlich gut ausgestattet Erste-Hilfe-Travel-Pack habt, mit zusätzlichem Material natürlich, oder halt das Erste-Hilfe-Set aus dem Auto. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr an Medikamente denkt, ob das halt Schmerzmittel sind oder halt Kohletabletten, um vor Erbrechen und Durchfall geschützt zu sein. Aber, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, wenn ihr auf bestimmte Medikamente abhängig seid, wie zum Beispiel ihr habt Asthma und braucht ein Asthmaspray, sollte das auch im Vorrat mit reingelegt werden. Denkt dran, je nachdem, was für eine Situation das ist, eventuell könnte das nächstgelegene Krankenhaus viel zu weit von euch entfernt sein. Was wir auf jeden Fall nicht verzichten dürfen, ist das Hygiene-Set. Ob das Desinfektionsmittel ist, Zahnbürste, Zahnpasta, aber auch Seife. Stellt euch vor, ihr schneidet euch und holt euch eine Wundinfektion. Das ist auch nicht cool. Lieber eine Nummer sicher gehen und dann Hände desinfizieren, Hände waschen mit Seife.
Kommunikationsmittel, wie zum Beispiel Handy, wenn ihr ein Handy einpackt, denkt daran, Powerbank, Aufladegerät, Kabel mitnehmen. Je nachdem, was für eine Situation das ist, könnte sein, dass in bestimmten Ortschaften bestimmte Verträge, also Handys nicht funktionieren werden, weil die Leitungen entweder belegt sind oder eventuell auch zerstört sind. Dort wäre zum Beispiel sinnvoll, ein Funkgerät mitzuführen. Über Funkgeräte solltet ihr euch auf jeden Fall belesen, denn nicht nur weil es ein Funkgerät ist, heißt noch lange nicht, dass er auch das macht, was sie braucht. Ja, also Kinder-Walkie-Talkie bringt euch nichts. Werkzeug und Ausrüstung solltet ihr auf jeden Fall auch selbst aussuchen. Es könnte zum Beispiel ein Multitool sein, wo nicht nur eine Zange, sondern auch mal ein Schraubendreher und Messer oder Schere und so weiter und so fort, wie eine Säge dran ist. Könnte auch was für was Großes sein, zum Verteidigen zum Beispiel oder zum Abschrecken von Leuten, die etwas wegnehmen wollen. Genauso wichtig ist ein Feuerzeug, Knicklichter, um einfach mal ein SOS-Zeichen geben zu können, aber auch Seil oder Paracord, so eine Armbänder sind zum Beispiel auch effektiv. Eine Taschenlampe empfehlenswert ist auf jeden Fall eine Taschenlampe mit Batterien, das heißt einmal auch eine Packung Batterien oder zwei Packungen Batterien mit reinwerfen, könnte euch für eine längere Zeit besser funktionieren als mit Akku. Wichtig ist auch vor allem Dokumente und Bargeld. Bei Bargeld ist darauf zu achten, dass man wenig große Scheine mitnimmt, mehr kleine Scheine. Und bei Dokumenten, ich bin kein Fan davon, viele Videos, die ich dazu angeschaut habe, viele YouTuber empfehlen immer Kopien zu ziehen von wichtigen Dokumenten. Wenn du aber den Rucksack verlierst, wir nehmen ein Beispiel, du willst kurz was erkundschaften gehen, da würde ich mir den Rucksack gar nicht mitnehmen, weil du musst ja halt schnell und agil sein. Dann würde ich den Rucksack irgendwo im Wald verstecken. Stellt euch vor, ihr verliert den, dann verliert ihr auch die Dokumente. Ich würde immer auf so ein entweder Speicherkarte oder halt auf einen Stick die ganzen Unterlagen ziehen, würde das mit einem Passwort verschlüsseln und dieses Passwort würde ich dann auch an meine Familienmitglieder, wie zum Beispiel Kinder, Frau, Mann oder Eltern geben. Einfach nur aus dem Grund, dass sie auch daran können im Notfall. Deswegen würde ich eher lieber das bevorzugen. Ansonsten habe ich alle wichtigen Gruppen angesprochen. Jetzt seid ihr gefragt, was denkt ihr, was könnte man noch dazu reinlegen oder was, auf was sollte man eventuell verzichten oder was, auf was verzichtet ihr? Und noch etwas, nehmt mal jetzt einen Rucksack, den ihr zu Hause habt, schmeißt alles, was ihr zu Hause habt, also nichts neu kaufen, sondern wirklich geht einmal durch die Wohnung, nehmt Gegenstände, Löffel, Gabel, Messer, Nahrung, was für eine lange Zeit euch über die Runden bringt, Wasser, habt ihr einen Wasserfilter, packt einen Wasserfilter ein. Auf jeden Fall packt alles rein, was ihr denkt, was euch über 3 Tage auf jeden Fall draußen nur mit diesem Rucksack gut ausgestattet über die Runden bringt. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie lange ihr dafür gebraucht habt oder wie viel Zeit habt ihr dafür gebraucht, um so einen Rucksack schnell packen zu können. Würde mich jetzt interessieren. Nun kommen wir jetzt zu den Tipps, die ich am Anfang des Videos versprochen habe. Diese habe ich von anderen mitgenommen und würde gerne mit euch darüber einfach mal kurz sprechen. Was auf jeden Fall keiner anspricht, aber super wichtig ist, ist Thema Verkleidung. Es wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man, ich sag mal so, eine Perücke zum Beispiel mit einpacken würde. Vielleicht eine Brille, vielleicht ein Schnurrbart. Einfach nur aus dem Grund, wenn man zum Beispiel je nach der Gefahr nicht erkannt werden möchte. Wir nehmen einfach das Beispiel, es ist jetzt gerade eine kriegerische Maßnahme. Eine Kreuzung wird gerade von Polizei oder halt von Soldaten bewacht. Es ist besser, als ein alter Mann verkleidet zu sein und dort sozusagen über die Kreuzung rüberzulaufen, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt, als jungscher Spund, am besten noch mit einem Militärrucksack, Kopfhörer drin, Kapuze. Die Gefahr ist einfach viel zu hoch, dass man A, kontrolliert wird, B, eventuell mitgenommen wird. Also eine Verkleidung wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. Der nächste Punkt ist auf jeden Fall super wichtig und zwar Thema Feuer. Also wenn man nass ist oder man friert, ist das Erste, was man macht, ist auf jeden Fall erstmal eine Wärmequelle produzieren. Und die wird natürlich mit einem Feuerzeug oder die könnte man mit einem Feuerzeug oder einem Feuerstall ankriegen. Viele YouTuber auf den deutschen Seiten empfehlen immer Feuerstall. Klar hast du dadurch Vorteile, wenn es nass wird, wird Funken machen, es kann nicht kaputt gehen und bietet auf jeden Fall viel mehr Sicherheit als ein Feuerzeug, was, wenn es nass geht, wird kein Feuer mehr machen, wenn es kaputt geht, wird kein Feuer mehr machen. Persönlich aber, die meisten Leute wissen nicht, wie man das benutzt, selbst wenn sie das irgendwie rausfinden, wie ein Feuerstall benutzt wird, wissen sie nicht,
welches Anzündmaterial die verwenden können in der Natur. Aber was noch schlimmer ist, was ist, wenn es auf einmal regnet und man hat nasses Material, wie kriegt man denn dann Feuer an? Also mit einem Feuerzeug kriegt man auf jeden Fall auch nasse Hölzer an, mit ein bisschen Geduld. Deswegen würde ich halt Feuerzeug und Feuerstall einpacken. Bestenfalls 3 Feuerzeuge und dann in eine Tüte, dass sie schön trocken bleiben. Der nächste Tipp wäre auf jeden Fall, statt Zelt und Tarp eher lieber einen großen, festen Poncho mitzunehmen, weil wir wollen ja nicht campen gehen oder wir machen ja keinen Ausflug, um ein bisschen zelten oder bivakieren, sondern wir fliehen. Ja? Und dort ist es besser, so flach wie möglich auf dem Boden sich einen Unterschlupf zu bauen und dafür reicht vollkommen ein Poncho. Gleichzeitig kannst du auch, wenn es regnet, den Poncho rüberwerfen, über deinen Rucksack rüberwerfen, die Sachen bleiben da nochmal trocken. Wenn es dir kalt ist, setzt du dich an einen Baum oder an eine Wand, zündest eine kleine Kerze an, stellst sie in den Poncho sozusagen rein, sodass man halt geschützt ist und dann bildet es auch Wärme da drinnen. Das heißt, ist leichter, ist kompakter, nimmt weniger Platz ein. Deswegen würde ich die anderen Sachen auf jeden Fall rausschmeißen und eher lieber auf einen guten Poncho umswitchen. Was auf jeden Fall auch nie besprochen wird, ist ein Thema Buch. Was wir auf jeden Fall auch nicht unterschätzen dürfen, in einer Notfallsituation spielen die Gedanken oder drehen sich die Gedanken nur um diese Situation. Und nichts ist schlimmer, als wenn die Psyche kaputt geht. Deswegen ein Buch nehmen, wenn man halt irgendwo Pause macht, einfach mal sich reinlesen, um die Gedanken ein bisschen ablenken zu können, dass man wieder mal entspannter wird, weil umso entspannter du bist, umso bessere Entscheidungen triffst du dann. Aber auch gleichzeitig kann ein Buch nicht nur deine Nerven entspannen, sondern auch in einer Notsituation als Feueranzündmittel dienen. Deswegen würde ich immer auf ein kleines Taschenbuch nicht verzichten, immer lieber reinpacken. Was auf jeden Fall auch super, super wichtig ist, ist ein kleiner Kompass und man sollte auf jeden Fall lernen, wie man mit einem Kompass, wie man einen Kompass bedient. Es reicht vollkommen aus. Ein Kompass, der muss auf jeden Fall funktionieren, darf kein Kinderspielzeugkompass sein, sondern ein bisschen mehr Geld investieren, aber auf jeden Fall so ein kleiner Kompass reicht vollkommen aus, um einfach nur in der Not muss man ja von der Gefahr weggehen. Einfach denkst, ah, jetzt laufe ich weg, jetzt läufst du 2 Tage und tauchst auf einmal irgendwo 10 Kilometer von der Gefahr wieder auf, weil du im Kreis gelaufen bist. Genau, also ein Kompass ist super wichtig. Und was wir auf jeden Fall nicht unterschätzen dürfen, auch wenn es vielleicht der ein oder andere jetzt das Thema lächerlich findet, ist die Maske. Ich würde gerne jetzt mit euch so reden, aber ihr wisst ja, in der letzten Krise hat jeder diese Maske gehasst, auch ich habe die gehasst. Jetzt habe ich aber darüber ein bisschen gelesen. Also, ab FFP2, ja, also FFP2 oder FFP3 Masken sind tatsächlich wichtig. Warum? Am besten gleich auch ein paar mehr einpacken. Einfach, das kann von gefährlichen Staub schützen. Also, ob du zum Beispiel in irgendeinem Lost Place untertauchen möchtest und da ist richtig, richtig staubig. Oder wir nehmen an, nach dem Erdbeben steigt halt sehr starker Staub hoch. Du kannst deine Lunge dadurch schützen. Das Lustige daran, was ich nie geglaubt habe, habe ich jetzt ein bisschen nachgelesen, wenn zum Beispiel eine Atombombe irgendwo einschlägt und du bist weit außerhalb diesen Radius und 1-2 Tage später, wenn sich sozusagen alles gelegt hat, befindet sich in der Luft radioaktiver Staub. Und dieser radioaktiver Staub kann sehr schnell deine Lunge verbrennen, wenn du das einatmest. Ab FFP2 Masken, also gute Masken, das ist jetzt keine richtige Maske, das ist irgendein Fake aus China, aber ab FFP2 Masken, das P, also das ist wirklich super wichtig bei Atemschutzmasken, dieses P, es gibt verschiedene Buchstaben, aber dieses P ist dafür da, dass es halt wirklich bis zu 0,06 Milligramm oder wie das auch heißt, weiß ich gerade gar nicht, den radioaktiven Staub rausfiltert. Ja, also auch wenn das lächerlich ist, sicher ist sicher, einfach lieber ein paar mehr einpacken. Ansonsten vielen Dank, Freunde, wenn du das Video soweit geschaut hast. Ich hoffe, ich konnte euch den einen oder anderen Tipp noch mitgeben. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Wie gefällt euch überhaupt das Thema, auch mal von jemand anderem eine Meinung zu hören, als von den, sage ich mal, Standard-YouTubern über dieses Thema. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ich habe eine kleine Videoserie daraus vorbereitet, zumindest aufgeschrieben und würde dann gerne auch für euch abfilmen. Ich denke mal, das wird interessant werden. Vielen Dank.